Der VfB Halberstadt bis Freitag eine reine Jugendbrigade. Dann wurde Justin Eilers als überraschender Neuzugang präsentiert. Der 34-jährige Stürmer schoss einst Dynamo Dresden in die zweite Liga. Nun soll er die Jungspunde des VfB zum Klassenerhalt führen. Die erste Szene hat aber Meuselwitz, dritte Minute. Trübenbach setzt sich gut in Szene, die Hereingabe wird zur Ecke geklärt, die dann aber dem ZFC nichts einbringt. Trübenbach hatte beim 1:2 gegen den BFC Dynamo das Meuselwitzer Tor erzielt. Eilers braucht nicht mal 5 Minuten, um einen ersten Akzent im Spiel zu setzen. Nach einem ansehnlichen Spielzug über Korsch versucht es der Neue aus 15 Metern. ZFC-Keeper Plath mit der Fußabwehr. Dann wieder Meuselwitz. Plath schlägt ab. Trübenbach, der Empfänger. Dem Meuselwitzer Offensivmann tun sich Räume auf. Und er passt genau in den Lauf von Bürger. Dessen Schuss freilich 1 Meter drüber. Bürger weiß, dass das besser geht. Beide Teams wollen den Führungstreffer und nach 25 Minuten sind die Gastgeber wieder mal an der Reihe. Der VfB holt sich das Leder vom Gegner. Jega treibt den Ball, legt auf hoch ab, der passt wieder schön auf Jega zurück. Jetzt brennt es im ZFC-Strafraum. Korch legt nochmal ab und Jallos Schuss glänzend pariert von Plath. Halberstadt aber noch nicht fertig in dieser Szene. Hoch nochmal. Aber Plath, der doppelte Sieger. Eine richtig gute Szene der Gastgeber. Auch ohne Eilers geht da was in der Offensive. Halberstadt bleibt auch nach 30 Minuten das Team mit der besseren Performance. Korsch, Pass in den Strafraum auf hoch und der hat das Auge für Osave. Osave bleibt am Ball, dann aber wieder Plath mit Fußabwehr. Die Szene noch nicht vorüber. Korsch, der sucht die Lücke oder den Mitspieler, findet Jalot und dessen Schuss geht am Tor vorbei. Heiko Weber erstmals nach seiner Gallen-OP wieder auf der Trainerbank. Von dort aus sieht er dann das hier. 40. Minute. Trübenbach wieder unwiderstehlich mit dem Zug zum Tor. Schöne Eingabe und die kann sein Kollege Stenzel direkt ins Tor knallen. Meuselwitz führt mit 1:0. Trübenbachs tolle Flanke, Stenzel direkt und Zichos noch mit der rechten Pranke dran, aber verhindern kann er den Treffer nicht mehr. 3 Minuten später, leichte Irritation in der ZFC-Abwehr. Plath haut das Leder möglichst weit weg, das aber wohl auch mit einem Hintergedanken, denn plötzlich geht Trübenbach auf und davon. Lübke kann nicht eingreifen, aber Zichos im Halberstädter Tor mit einer Glanztat. Bürger holt sich aber dann das Leder noch. Sein Pass genau auf Mitspieler Martinez und der macht kurzen Prozess 0:2. Der Doppelschlag binnen 4 Minuten und 6 Sekunden. Die kalte Dusche für Halberstadt. Die Wiederholung zeigt, Lübken nicht auf dem Posten und Martinez mit dem trockenen Abschluss. VfB-Trainer Ross dann in der Halbzeit im Diskurs mit der Auswechselbank, aber er wechselt erstmal nicht. Meuselwitz dann kurz nach der Pause mit dem ersten Achtungszeichen. Hier soll möglichst schnell der Deckel drauf. Mjatke mit der Riesenchance zum 3:0, aber am langen Pfosten vorbei. Meuselwitz bleibt dran. Nach einem der vielen langen Schläge die linke Halberstädter Abwehrseite wieder nicht im Bilde. Und Martinez sagt Danke. Allein auf weiter Flur. Zichos zum zweiten Mal ohne Abwehrchance. Platzierter Schuss. Das 0:3 nach 53 Minuten, das sah nach einer Vorentscheidung aus. Wenig später Ecke Meuselwitz. Die bringt mal nichts ein, außer einem schnellen Gegenzug des VfB Halberstadt. Hoch spielt super in den Lauf von Jalot. Der Franzose allein vor Plath, aber mit dem Heber knapp daneben, ist eben leider auch vorbei. Jalot hatte in Lichtenberg das Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt. Nach 69 Minuten kam dann Van der Werf. Für Eilers war die erste Partie im neuen Trikot damit beendet. Aber statt neuer Offensivaktionen des VfB der ZFC immer noch am Drücker.
Martinez. Der legt raus auf den eingewechselten Schätzle, der wieder zurück auf den bärenstarken Trübenbach. Zichos verhindert das 0:4 und ist ziemlich konsterniert über die Abwehrarbeit seiner Vorderleute. Für Trübenbach gibt's heute nur einen Wermutstropfen. Er erzielt keinen Treffer. Trotz mehrfacher dicker Chancen wie hier kurz vor Schluss, ist aber wohl beim Stand von 0:3 verschmerzbar. Halberstadt mit einer letzten Möglichkeit. Aber das Duell hier kennen wir schon. Der junge, hochtalentierte ZFC-Keeper bezwingt Jalot. Es bleibt beim 0:3. So hieß es übrigens auch in der letzten Saison. Meuselwitz gewinnt in Halberstadt mit einer reifen Leistung. Und Eilers hatte sich das hier heute sicherlich ganz anders vorgestellt. Ja, und das ist dann einfach zu wenig, wenn dann auch jeder lange Ball, der von hinten vom Torwart in den Raum gespielt wird, zur Riesenchance wird für den Gegner, ja, dann ist das einfach zu wenig. Und da müssen wir die Woche auf jeden Fall ansetzen, dass wir ja, das besser machen, weil so kannst du kein Spiel gewinnen am Ende. Johann Martinez, Ihr fünftes Tor für Meuselwitz. Erst haben Sie dreifach getroffen gegen Tasmania, heute wieder doppelt. Warum machen Sie es immer besonders? Ja, na, ich denke, dass, keine Ahnung, ist. Fällt mir jetzt nichts dazu sein. Ich bin froh, dass ich die zwei Tore gemacht habe. Für die Mannschaft freut es mich, dass wir heute endlich 3 Punkte geholt haben. Ansonsten ist es wichtig, dass wir heute wirklich stark einen Auswärtssieg geholt haben. Und alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Der ZFC Meuselwitz gewinnt sehr überzeugend und verdient mit 3:0 beim VfB Halberstadt.